Hallo Freunde der ostasiatischen Kalorienbomben. Ihr habt es sicherlich oben im Titel schon gelesen. Die Japan Crate feiert auf meinem Kanal ein kurzes Comeback. Warum feiert die Japan Crate auf meinem Kanal denn ein kurzes Comeback, obwohl ich sie gar nicht so toll fand? Ganz einfach. Weil ich eine Mail bekommen habe, kaufe eine Box, bekomme eine zweite umsonst. Zwar nur eine kleine Standardbox, aber naja. Dachte ich mir, komm, gönnst du dir mal wieder hier, ihr wisst schon, die Japan Crate. Ja, die kam jetzt an, zumindest die Premium-Box. Die Standardbox ist vermutlich mal noch auf dem Weg. Wenn sie in 2 Wochen nicht ankommt, dann Max, werde ich mich da mal melden. Ich muss bloß einmal, während ich jetzt hier groß erzähle, mal das Paket ein bisschen bearbeiten, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich Pfosten vergessen habe, meine Adresse hier zu entfernen. Was normalerweise wahrscheinlich nicht so sonderlich problematisch wäre, da ich wahrscheinlich. Da. Nee, da. So, die Box eh nicht zu sehen ist, aber es ist weg. So, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ich musste rülpsen. Es ist kurz vor 1 in der Nacht. Ich bin eigentlich saumüde, möchte aber unbedingt dieses Video noch abdrehen, weil die Box schon seit gestern bei mir liegt. Und Boxen möchte ich eigentlich immer sehr zeitnah abdrehen und hochladen. Das heißt, das Ganze sollte innerhalb von 3 Tagen geschehen. Naja, ich gehe jetzt mit euch mal hier Januar 2019 durch. Das war, glaube ich, meine letzte Box. Und dann sage ich euch, was mir geschmeckt hat und was mir nicht geschmeckt hat, wenn ich denn das überhaupt noch weiß. So, Corn Chips Dressing Flavor. Ja, waren halt meist Chips. Mit Dressing Flavor. Maple Hot Cake. Das waren so, ja. Wie beschreibt man das? Ja, man kann schon sagen, wirklich kleine Pfannkuchen mit Ahornsirup. Hat man essen können, waren jetzt aber nicht so Bombe. Dann Doraemon Marble Gum. Oh Gott, ich glaube, der liegt immer noch drüben. Mochi Choco Almond. Ich hasse Mochi. Naja. Musste halt dann schnell weg. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Pokémon Sun und Moon Gum. Ja, er ist weg. Der war okay. Okay. Habe ich ja jetzt 9 in der letzten, wo war er drinnen? War der in der Tokyo, nee. Tokyo Treat habe ich doch gar nicht mehr, oder? Ach, war das in der letzten Tokyo Treat oder in der Vernasche die Welt? Ich glaube, Vernasche die Welt war da drinnen. Ist ja jetzt wurscht. Sleeping Grape. Ja. War halt zuckersüßes Schaumzeug. Fully Ripe Strawberry Genji Pie. Das war ganz okay. Das waren, ja. So. Blätterteig Küchlein, nenne ich es mal. Mit Erdbeer-Cremefüllung. One Piece Gum, ja, war halt Kaugummi mit Grape Flavor. Hello Kitty Chocolate Marshmallow. Ich hasse auch Marshmallows. Aber der war okay. Mit der Schokolade war es echt okay. Dann Dagashi Candy Shop Candy. Ja, reiner Zucker, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mal schauen, nimmt das überhaupt auf? Ja, nimmt bloß verkehrt. Also, anstatt hier Querformat nimmt halt Hochformat aus. Muss ich halt dann nachher drehen. Small Plum Bag. Oh Gott, da liegen immer noch welche drüben. Haben mich nicht vom Hocker gehauen und ich kann es sein, dass ich sie auch schon weggeschmissen haben. Die waren echt nicht sonderlich gut. Puku Puku Taiyaki. Ja, die sind gut, die schmecken mir. Das sind halt so Waffeln mit fester Cremefüllung drinnen. Das ist lecker. Persimmons Haichu. Die waren auch lecker. Kaki Kaugummis.
Hamburg schmeckt. Dann Kyoto Fried White Soy Sauce. Ja, Kartoffelchips gehen immer, außer Wasabi. Und Pipe Chocolate. Ja, meine waren halt Schokokügelchen in der Pfeife. Aber ich glaube, die Pfeife liegt sogar tatsächlich noch drüben. Alles in allem bin ich jetzt nicht sonderlich erwartungsvoll, was die Box betrifft. Und ich, naja, vielleicht haben sie es ein bisschen hochgesetzt, qualitativ. Und ich muss gerade mal schauen. Ach Gott, genau, da fehlt ja noch was. Ultraman Candy war halt ja ein Grape Lutscher. Big Marshmallow. Was habe ich mit dem eigentlich gemacht? Keine Ahnung, kann auch sein, dass der noch drüben liegt. Und Limited Edition Cola Slim Bottle. Da liegt die Flasche definitiv noch drüben. Allerdings ausgetrunken. War halt normale Cola. So. Oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, vor allen Boxen, die ich hatte, ist halt wirklich die Japan Crate, die. Ja. Das ist. Ich kann mich gerade echt ärgern, dass ich mir den gekauft habe und dass ich mich da von der zweiten Box habe ja, begeistern lassen. Aber mal schauen. Sorry, wenn das Ganze jetzt ein bisschen Jammer wird. Meine Erwartungen sind halt bloß bei der Japan Crate ziemlich niedrig. Und manchmal denke ich mal echt, ich sollte ein wenig besser überlegen, bevor ich mal bestimmte Sachen kaufe. Weil sonst. Ne. Ich meine, ihr kennt jetzt auch das Spiel, ich werde es machen wie gewohnt. Ich werde die Box hier links neben mich stellen und Stück für Stück rausholen und erst mit dem kleinen Zeug anfangen. Und ich werde selber nicht reinschauen. So, August 2019 werden wir uns natürlich nachher ansehen, was denn da drinnen steht. Dann fangen wir mal an mit dem kleinen Zeug. Gut. Da habe ich schon mal was Kleines. Sunful Apple Sauce. Oh mein Gott! Das ist süß. Das, meine Herrschaften, kann ich euch jetzt schon sagen, das wird aufgehoben. Also unten hier aufgemacht und dann. Was ist das überhaupt? Also das kann ich nicht wegschmeißen. Da haben wir so kleine Apfelbonbons, die hatten wir schon mal irgendwo. Ich glaube im Mandarinen. Nee, irgendwo hatte ich solche Apfelbonbons schon mal. Ja, haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber die Verpackung ist so süß. So süß. Die werde ich mal definitiv aufheben. Ihr habt drüben so ein Regal der besonderen Dinge. Nenne ich es jetzt einfach mal. Und da kommen derartige Sachen drauf. Ich weiß, ist jetzt vielleicht für einige total bescheuert, so einen Pappkarton aufzuheben, aber ich finde ihn so süß. Okay. Oh, ich sehe schon einen kleinen Weberknecht. Hat nicht noch letztens in der. Was haben wir letztens ausgepackt? Nee, war das Überraschungseier? Ich glaube, Überraschungseier waren das, wo ich einen Weberknecht drin hatte, die Petzeier. Naja. Komm, renn weg. Dann haben wir hier ein KitKat, welches, ich glaube, schon irgendwie nicht eingedrückt ist. Ich kann es auch nicht aufmachen, weil ich mir die Zähne schon geputzt habe. Salty Lemon. Die Salty Lemons sind, ja, ich sag mal so, Salty. Müsste ich es nicht unbedingt haben. Die Lemon, also der Zitronengeschmack ist großartig. Aber dieses salzige, ja, mei, ist jetzt nicht schlecht, aber müsste ich nicht haben. Dann wird wahrscheinlich sicherlich hier noch irgendwo ein KitKat sein. Ja. Nochmal ein KitKat Salty Lemon. Und ja, die sehen schon ein wenig mitgenommen aus. Kann man definitiv noch essen, aber sind definitiv mitgenommen, sagen wir es mal so. Was haben wir denn noch? Habe ich hier noch mal einen? Nee. Oh mein Gott. Blau ist, ja.
Blau ist mal wieder Ramune. Soda Chewing Candy. Mal schauen, vielleicht wenn ich mal die in meinen Rucksack für die Arbeit mit reinlegen, dass ich da immer mal wieder eins rausnehme. In der Arbeit ist man dann doch froh, wenn man derartige Sachen mal hat, um einen anderen Geschmack in den Mund zu bekommen. Weil ich hocke 8 Stunden, nee, 8,5 Stunden täglich, außer freitags, am Computer. Und da ist man dann schon mal froh, wenn man mal ein bisschen was zwischen den Kiefern hat. Was haben wir hier? Okay, Mais, Plätzchen nenne ich es mal, so Art Cracker. Barbecue, Mais, Gerüst in der Mais, okay. Ja. Ich sag mir so, bisher ist dann halt diese kleinen Päckchen, wie es halt ja damals auch war und der Grund, warum ich eigentlich die Box deabonniert habe. Ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt, wenn wir alles zusammenzählen. Also wenn ich ein bisschen länger drin rumfummel in der Box, nicht wundern. Wie gesagt, ich versuche erst das Kleinzeug rauszuholen. Ah, so ähnlich hat, so ähnliche hatten wir doch schon mal. Die waren ganz okay. Da bin ich mal gespannt, was das für die Geschmacksrichtung ist. Aber die, da kann ich mich erinnern, die hatten wir so ähnlich mal vor einiger Zeit in der Tokyo Treat. Und ich glaube, da war es Geschmacksrichtung deutsche Kartoffel. So was in der Art. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Dann haben wir Erdbeerplätzchen. Erdbeermilchplätzchen? Ja, okay, gut. War leider auch nur eine Kleinpackung. Alles sieht aus, als könnte es einer dieser Viererpacks sein, die wir mal in der Tokyo Treats drinnen hatten. Ja, aber an sich Erdbeer, Milchplätzchen, gut. Finde ich gut. Ah, da haben wir noch was Kleines. Oh Gott. Tintenfisch. Die habe ich früher oft ab und zu mal gehabt. Kann man essen, muss man nicht. Ja. Gibt Schlimmeres. Habe ich jetzt auch nicht vom Hocker, aber gibt Schlimmeres. Ah, da haben wir nochmal ein KitKat. Hätte ich jetzt schon gewundert, weil bisher immer 3 Kit gerade drin waren. So, gehe ich jetzt hier mal den Rand durch und schau mal, ob ich hier am Rand irgendwas Kleines noch finde. Aber jetzt gerade glaube ich nicht. Dann kommen wir mal zu den großen Sachen. Und ich glaube, ich habe hier mal wieder High Chews. Ja, ich habe High Chews. Gut, High Chews gehen auch immer. Banane mag ich auch. Bin ich sehr gespannt, wie es schmecken wird. Banane ist ja nicht gleich Banane. Ob es so nach, ja, so künstlich schmecken wird. Wie, ja. Ihr kennt doch diese Kondome mit Bananenaroma. Oder so Chili-Bananen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass es wirklich nach guter Banane schmeckt. So wie. Ich hatte noch im April diese KitKat mit Bananengeschmack in der Tokyo Treat drinnen. Oh, die waren lecker. Weil die schmecken nach Bananenmilch. Und wenn die genauso schmecken, großartig. Aber mal schauen, lassen wir uns überraschen. Was haben wir hier? Oh mein Gott, das kenne ich auch irgendwo her. Dieses Ding hat nicht einen Erdbeergeschmack in der Tokyo Treat drinnen. Ich sag's mal so, ich war eigentlich froh, als ich es weg hatte. Aber jetzt habe ich es halt nochmal mit Schokogeschmack. Ich vermute mal Schokogeschmack. Wir nehmen hier. Ich muss aber gestehen, als Erdbeer hat man essen können. Da war dann noch so, ja, so eine Sirupfüllung drinnen, das ist dann schon gegangen. Da war die Waffel eigentlich noch ekelhafter als in der Marshmallow. Mal gucken. Ja, weggeschmissen wird es definitiv nicht, das wird schon gegessen. So, ich versuche mal zu erfüllen, wie viele Sachen wir noch haben.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Oder 8. 8. Und hier haben wir noch was Kleines. Oh mein Gott, was ist das? Das hier sieht aus wie ein Brownie. Könnte ein Brownie sein. Okay, finde ich gut. Gefällt mir. Daumen hoch. Dann haben wir noch, was habe ich hier? Sour Scummy Ananas. Gummibärchen gehen auch immer. Okay, da sind scheinbar Knisterkristalle drum. Ja gut, müssen jetzt nicht unbedingt sein, aber Ananas, Gummibärchen, top. Dann haben wir, was haben wir denn? Ah, da haben wir noch was Kleines. Ein einzelnes Kit Kat mit Cranberry Mandel. Hatte ich auch schon mal, die waren auch lecker. Finde ich nice. Hier haben wir auch noch mal das Gleiche. So, und ich mache noch mal kurz einen Check, wie viele Sachen noch drinnen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Und wir haben das nächste. Oh mein Gott. Bitte lass es spielen. Nein, es ist kein Spielzeug. Natürlich ist es kein Spielzeug. Oh Gott. Leute, das werde ich definitiv vor der Kamera essen, weil ansonsten werde ich mich nicht durchringen können, das hier zu essen. Das muss ich vor der Kamera machen, weil sonst... Und vor allem noch dazu ist es Ramune. Wenn das hier die Sorten sind, Erdbeere, Zitrone, Apfel und Ramune, habe ich echt... Oh Gott. Das größte Pech gehabt in dem Fall. Ich glaube, hier haben wir Chips. Ja, hier, oh mein Gott. Chips mit Garnelen. Ja, Garnelen bin ich jetzt auch nicht der größte Freund davor. Ich bin bloß froh, dass es Chips sind und nicht wieder diese komischen geriffelten Dinger. Da liegen nämlich auch noch ein paar Packungen drüben. Aber immerhin von Calbi. Calbi ist eine gute Marke. Also, werden schon irgendwie schmecken. Dann haben wir... Haben wir da noch was Kleines? Nee. Dann haben wir... Was ist das? Pinot Strawberry Moon. Das sieht irgendwie nach Popcorn aus. Ich fürchte fast, es ist Popcorn. Oder ja, ich glaube, es ist Popcorn, so wie das aussieht. Na, lass uns mal überraschen. Ich bin kein großer Fan von Popcorn, aber... ja, lassen wir uns überraschen, wa? Auf der anderen Seite, natürlich Popcorn mit so Erdbeere habe ich noch nie probiert. Ich bin deshalb habe ich diese Box ja auch abonniert, um einfach Neues zu probieren. Von daher vielleicht dann ja die doch nicht so schlecht. So, jetzt haben wir noch 1, 2, ich glaube 3 Sachen haben wir noch. 2, also ein Beutel am großen. Ein Getränk und eine kleine Schachtel. Und ich hole mal die kleine Schachtel raus. Pocky Coconut. Okay, Pocky gehen immer. Coconut einmal frei. Passt. Freue ich mich sehr drüber. Habe ich auch noch nie probiert, Pocky Coconut. Daumen hoch. So, hol mir erst das Getränk raus. Ich habe sowieso ein komisches Gefühl, was es sein könnte. Oh, wartet, da ist auch noch was Kleines. Ein Gummibärchen, ein Kussgummibärchen.
Ich glaube, ich hole erst das Getränk raus. Ich habe mich ein total komisches Gefühl. Es ist eine kleine Dose, genau wie in der letzten Tokyo Treat. Und es ist wahrscheinlich dieser Pepsi Energy Drink. Und auf drei hole ich es raus. Eins, zwei, drei. Nein! Emerald Mountain Blend. Gott, was ist das? Ist es irgendeiner Promo für Gundam? Gundam oder Gundam heißt es durch noch, oder? Ist auf jeden Fall von der Coca-Cola Company. Hier. Interessant. Eine Dose hat 65 Kalorien. Das sind wie viel Milliliter? Kann ich jetzt gar nicht erkennen. Schöne Dose auf jeden Fall. Lassen wir uns mal überraschen. Und last but not least. Nein! Da hat sich auch nochmal was versteckt. Noch einmal ein kleines, normales, also so ein einzelner KitKat. Und last but not. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Caramel Corns Ramundi Flavor. Die hatte ich auch schon, und ich meine, dafür kann jetzt Japan Crate nichts. Das habe ich in den letzten Videos auch schon gesagt. Wenn mal irgendwas doppelt ist, das ist für mich gar kein Problem. Aber ihr wisst, wie sehr ich auf Ramundi stehe. Und die waren ja in der letzten Tokyo Treat drinnen. Aber die sind schon weg. Und so schlecht waren die jetzt auch nicht, aber ich hätte sie kein zweites Mal gebraucht. So, dann schauen wir mal kurz durch, was wir hier haben. Es sind hier einmal die Chips. Katagi Potato Shrimp and Salt. Ikina Island in Ehime Prefecture is known for its tasty shrimp. Feel like you're there while snacking. Ja, stimmt schon. Feel like you're there while snacking on these extra crispy chips. The pack a class shrimp and umami flavor. Boah. Dann als nächstes haben wir hier diese Ramuni-Kaubonbons. Korokan Soda Soft Candy. Sweet and sour wrapped up in soft round candy. Chew on one of these when you want a refreshing burst of soda. Ja, wie gesagt. Wird vielleicht bei mir im Rucksack landen für die Arbeit. Dann als nächstes Chocotto Soft. Ice Cream Marshmallow or Chocolate. No need to choose just one. This cute ice cream cone is full of fluffy sweet marshmallow and chocolate cream. Ja. Yep. Ja. Dann hier ist wenigstens die Packung süß. DX Sour Pack. Classic Japanese drink cartons shrunk into mini form. Don't try to drink it, though they are full of yummy mints. Ja, wie gesagt, die Packung ist süß, wird aufgehoben. Dann hier als nächstes Chuchu. Chuchu. In Japanese, it means kiss. Put this gummy on your lips to perfect red pouty lips. It also doubles as a juicy grape flavored gummy. Ja. Wisst ihr, das sind halt so Sachen. Das ist ein einziges Gummibärchen. Also. Was soll ich dazu jetzt sagen? Mike's Pinot Strawberry Moon. This limited edition Strawberry Moon Caramel Corn is a flavor out of this world. Pinot Ice Cream collaborated with Frito-Lays to create the strawberry and raspberry treat, a special blend of sweet and sour. Lassen wir uns mal überraschen meine ich natürlich. Dann haben wir Neriame Make Your Own Old School Style Candy. This sweet and traditional Japanese candy is fun to spin and twirl like slime. Okay.
Lass uns überraschen. Okonomiyaki Taro. Osaka is known for its Okonomiyaki, a savory pancake mixed with meat, vegetables, egg and sauce. Bite into this Ding halt Snack while on the go. It's mixed with squid, fish and savory delight. Okay, ich dachte eigentlich immer, das wäre reiner, ja, reiner Tintenfisch. Okay. So. Kurobo Stick. Kurobo is a popular baked treat in Fukuoka. Enjoy this crispy and fluffy brown sugar pastry that is simple but addictive. Oder any sweet tools. Ja. Das klingt eher so, als wäre das reiner Zucker. Schade, ich hätte gedacht, es wäre ein Brownie. Naja. Dann Porricky Brown Sugar. It's hard to stop from munching one of these pretzel-like snack sticks. They're flavored with sweet brown sugar. Ja. Dann Grilled Corn Crackers. Snack on these crackers to give your mouth a trip to Hokkaido. Hokkaido, Japan is known for its flavorful sweet corn, and each of these crispy crackers are packed with sweet corn and soy sauce. Haichu banana. Bananas can often be seen growing on the street and in people's gardens in Okinawa. Feel like you're picking one of a tree and eating with these rich and sweet banana haichu candies. Ramune Caramel Corn. Caramel Corn, a JC family favorite, is back. Also, Japan Crate family favorite is back. This time in a limited and seasonal flavor of Ramune. Pop open these fizzy fruity puff snacks in celebration of Japan's famous soda. Okay, da muss ich sagen, die waren tatsächlich komischerweise erfrischend, sag ich mal. Weil die wirklich leicht säuerlich waren. Ja, so schlecht waren die nicht. Also habe ich schon schlimmere Ramune-Sachen probiert. Ichiro Yogurt Cracker. Tochigi, Japan is known for delicious and sweet strawberries. They produce the most strawberries all in all of Japan and sometimes referred to as the Strawberry Kingdom. Munch from these strawberry and yogurt crackers for a balanced sweet and sour taste. Sour True Pineapple. Okinawa is the tropical paradise island of Japan, which means amazing fruit. These juicy and sour pineapple gummies are sparkling with crystals for a fun and crispy texture. So, Bonus. Kit Kat. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz spitzen. Habe ich beim letzten Mal den Bonus mitgezählt? Ich glaube ja. Dann werde ich den Bonus nächstes Mal natürlich auch wieder mitzählen. Warum auch immer, habe ich das damals gemacht. Also hier KitKat Everyday Luxury. These fancy KitKats are inspired by the KitKat Chocolatory only in Japan. These special bars are topped with cranberries and almonds as a luxury chocolate to enjoy on your break. Und hier dann diese drei bereits halb geschmolzenen KitKats. KitKat Setouchi Lemon. Hiroshima is known as Japan's top producer of lemons. These special Setouchi lemon Kit Kats are a blend of chocolate, milk, zest, and ultra-refreshing Setouchi lemon. They are accented with salt from the Seto Inland Sea for a tasty summer twist. Coconut Poke. Poke, one of Japan's most famous snacks, is in a summer limited flavor of coconut. These snack sticks are dipped in chocolate coconut flakes and Okinawa salt for the perfect sweet and crispy summer combo. Okay. Und Emerald Mountain Blend. Okay, bitte lass da jetzt nichts drinnen sein. Wobei, nee, ich habe jetzt Angst, aber irgendwie was Chiliges drinnen. Hatten wir ja auch schon mal, war ekelhaft.
Japan loves canned coffee. Just like a Tokyo, I'd crack open this can in the morning to sip on a smooth coffee blend. These limited editions can features a collectible Gundam design, like the giant model you might find in Odaiba. Ah, okay. Gut. Also hat nicht recht mit Gundam. So, meine Herrschaften, dann kommen jetzt das große Zusammenrechnen. Ich mache jetzt bloß mal kurz das hier auf und lass mich mal ein wenig inspirieren. Ich muss gestehen, ich finde, ich werde, also ich setze die Preise sehr großzügig an. Shit, was habe ich für die Caramel Corn immer verlangt? 2 Euro, oder? So, trotz sehr, finde ich, guter Berechnung komme ich nur auf 18,10 €. Ich gebe das mal, ja, wir machen das mal ganz kurz durch. Wie zum Beispiel hier, das Ding kostet nicht mehr 57 Cent. Ich meine, klar, mir schon klar, dass der Versand damit drinnen sein muss, aber dann werde ich wahrscheinlich eben diese Sachen hier nochmal in der Extra-Box bekommen. Wie gesagt, mittlerweile ich bereue es fast, muss ich gestehen, dass ich sie mir nochmal gekauft habe. Aber ist ja bereits schon wieder deabonniert. Jetzt wird auch erstmal keine Box mehr abonniert. Jetzt wird erstmal das gegessen, was da ist. Und dann, ja, mal schauen. Dann werde ich mich erstmal wieder an die Umai-Box machen. Und werde die mal wieder probieren. Und dann mal schauen. Aber Japan Trade bleibt jetzt erst einmal wieder weg. Genauso wie die Tokyo Trade. Und ich bin jetzt dann erstmal glücklich, wenn ich weiterhin meine Panache die Welt habe. Panache die Welt ist großartig. Ich auch nie deabonnieren wollen. Vor allem jetzt nicht, wo sie so viele Getränke mit drinnen haben. Also von daher. Gut. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.